Hallo? Hallo? Ist da noch wer? Hallo? Hallo Leute, ja, dieser Kanal lebt auch noch und das versuchen wir natürlich jetzt auch in Zukunft durchzusetzen. Leute, wenn ich hier jetzt nicht aktiver werde, Leute, ihr müsst mir ein bisschen Druck machen, aber ich denke, wir gehen da jetzt gemeinsam ran. Heute geht es um Kaidos Hybridform, denn ich habe ja auf Instagram euch förmlich nach Fragen angefleht zu Kaido, zu seiner Hybridform etc. Und ihr wart natürlich fleißig, was das angeht, Leute. Deswegen, wir reden heute in dem Podcast über Kaido, über seine Hybridform, über die Zukunft dieser Form, wie stark ist sie etc. Alles von A bis Z, Leute. Deswegen lehnt euch natürlich zurück. Viel Spaß mit dem Video. Los geht's. Ore, Monkey D. Luffy. Kaizoku-o ni naru otoko da. Omaera mo, nakama to chikara o awasete, kono kiki o norikiro. Omaera nara dekiru. Omae tachi wa, ore tachi no nakama da! Und damit, ja Leute, was geht ab? Willkommen zu einem erneuten Podcast und ihr wisst ja, wie das Ganze läuft. Da lehnt euch zurück, chillt ein wenig, zockt, räumt euer Zimmer auf, tut was kochen oder bohrt in der Nase von mir aus. Ja, macht Dinge, die ihr sonst eigentlich immer so aufschieben würdet. Dafür sind ja eigentlich immer so Podcasts ganz gut und das habe ich so für mich auch eigentlich entdeckt, dass man immer so Podcasts hört, wenn man Dinge zum Beispiel macht, also die jetzt gerade man unbedingt nicht gerne machen möchte, ja. Da ist immer so ein Podcast immer ganz nice und ja, Podcast ist immer was Cooles und der Kanal hier, der wird jetzt hoffentlich mal wieder ein bisschen reanimiert, wie Enel, ja, da versuche ich den Kanal jetzt mal ein bisschen selber zu reanimieren und ich hoffe, mein Ziel ist es, wirklich jetzt diesen Monat jeden zweiten oder dritten Tag auf jeden Fall hier noch ein Video zu droppen, wenn ich auf meinem Hauptkanal zum Beispiel kein Video droppe. Ich mache aktuell im Zweitagesrhythmus auf meinem Hauptkanal Videos, jetzt außer Spoiler und Review, das sind nochmal andere Geschichten, aber wenn da mal frei ist, dann könnt ihr euch sicher sein, dass dann hier auf diesem Kanal was kommen wird. Das ist so mein Ziel und ich versuche dieses Ziel natürlich jetzt umzusetzen und ja, falls ich mich mal nicht dran halte, Leute, ja, gebt mir ein paar Schellen in den Kommentaren oder sonstiges, auch gerne auf meinem Hauptkanal in die Kommentare, da donnern, hey, was ist für ein Podcast-Kanal, so, dann kommt das mit Sicherheit, Leute. Ja, ich lasse euch da auf jeden Fall nicht im Stich, zumindest versuche ich es und wir beginnen dann direkt mit der ersten Frage zu Kaidos Hybridform und die erste Frage lautet, wird Kaido in seiner Hybridform viel stärker als Big Mom sein, da wir nichts von ihr oder ihm da diesbezüglich gesehen haben. Und ich persönlich denke, prinzipiell ist Kaido stärker als Big Mom. Das wurde häufig impliziert, ja. Natürlich haben wir weder von Kaido das All-Out noch von Big Mom das All-Out gesehen, das ist natürlich klar. Aber ich denke, im Großen und Ganzen ist Kaido schon an für sich ein ziemlich, ziemlich krasser Charakter, der wirklich absolut vor Kraft oder vor Macht oder vor übertriebene Overpowerness strotzt, ja. Und selbst Big Mom schreibt natürlich absolut Respekt hier Kaido zu, beziehungsweise sie zollt es ihm. Und sie sagt ja selbst zu Ruffy damals, ja, du wirst dieses Biest niemals besiegen oder sowas. Und Oda hat es ja jetzt vor kurzem auch wieder angeteased, ja. Kaido, so wird gesagt, ist der stärkste Mann der Welt, ja. Und natürlich dürfen wir auch nicht vergessen, wenn man jetzt zum Beispiel allein die Teufelskräfte miteinander vergleicht, dann sollte Kaido hier in dieser Form natürlich auch schon ein bisschen vorne liegen. Denn ich meine, wenn man jetzt wirklich schnurstracks beide stur gegenüberstellt, also Kaido und Big Mom, dann die Teufelsruhe von Big Mom, die wird bei Kaido, glaube ich, wenig Auswirkungen haben. Ja, selbst wenn sie kräftetechnisch gleich auf sind, ja, dann hat Kaido hier definitiv diesen Vorteil. Und deswegen denke ich, gerade auch in dieser Hybridform dürfte Kaido hier definitiv vorne sein, beziehungsweise stärker als Big Mom sein. Und ich persönlich muss einfach sagen, ich bin da sehr zuversichtlich, gerade weil Kaido ja so dieser Hauptantagonist gerade hier ist und auch so scheint. Big Mom ist so ein bisschen so an der Seite, ja, so als Seitenspieler quasi, aber natürlich auch nicht zu unterschätzen, Leute, das dürfen wir nicht vergessen, aber ich persönlich denke, Kaido sollte durchaus und gerade auch in der Hybridform sollte er schon stärker sein als Big Mom. Kommen wir zur nächsten Frage, diese lautet, was denkst du, wie wird die Farbkombination von Kaido sein, also von seiner Hybridform nehme ich mal an und ich denke, er wird halt natürlich ein bisschen größer sein, das haben wir schon gesehen bei der Silhouette von Kaido. Das haben wir schon gesehen und ich denke, Kaido wird so ein paar, ich sag mal, ja, ein paar Sachen von dem Drachen natürlich haben. Ja, er hat ja natürlich die Hörner, das haben wir auch schon gesehen. Ich denke, Kaido wird halt blaue Schuppen als Haut quasi haben und Kaido wird dementsprechend halt einfach brachial aussehen. Das ist natürlich klar. Ob Kaido sich noch Flügel wachsen lassen kann, das wäre ganz cool. Das wäre so ein kleines zusätzliches Ding, wo ich mir, oder was ich mir so wünschen würde. Das ist schon ziemlich krass, wenn es wirklich so sein sollte. Aber ich denke, von der Farbkombination
Kreaturen her wird Kaido nicht in seiner normalen Hautfarbe sein, sondern eher in diesem blau-gelblichen Ton, wie er halt auch in der Drachenform ist. Ja, dass man die Farbe quasi nimmt und den Körper. Und ich denke, das ist so, glaube ich, die perfekte Mischung, dass man auch genau sieht, okay, das ist die Hybridform. Und wenn wir mal alte Hybridformen anschauen, dann ist es in der Tat so gewesen, dass die Charakter stets die Farbe der Zoan-Gestalt angenommen haben. Zum Beispiel Rabluki in seiner Hybridform oder wenn wir jetzt mal X-Drake nehmen oder sonstiges, ja, ist es immer so gewesen, dass die halt quasi im größten Teils ihre normale Zoan-Farbe angenommen haben. Deswegen denke ich, wird es hier bei Kaido genauso sein. Kommen wir zur nächsten Frage. Diese lautet, ist die Hybridform von Kaido die stärkste seiner drei Formen? Und ich denke, ja, denn die Hybridform ist halt die perfekte Mischung dieser Formen. Ja, Kaido ist als Drache nicht so gelenkig, nicht so wendig, nicht so flexibel wie in seiner Baseform. Und das kombiniert er natürlich mit dieser Hybridform. Das ist ja so die größte Schwachstelle von Kaidos Drachenform. Ja, natürlich, er kann viel tanken etc. pp. Aber das ist nur auch so, weil er Kaido ist. Ja, und klar, diese Drachenschuppen, die schützen ihn natürlich in bestimmten Grade. Aber in erster Linie ist es so, weil es Kaido ist. Ja, und ich denke, diese Hybridform, die kombiniert halt alles in seiner Baseform, ist unglaublich schnell, ja, ich erinnere euch an den Schlag von Ruffy hier vor kurzem, ja, dass Ruffy da nur wirklich kurz vor knapp ausgewichen ist, trotz Future Sight, und Ruffy hat ja auch nochmal gesagt, dass Kaido unglaublich schnell ist, und das wird hier natürlich in dieser Hybridform kombiniert, so denke ich sogar, dass Kaido in dieser Hybridform sogar noch schneller ist, ja, dass da natürlich die gewisse Kraft des Drachens natürlich hier nochmal gebündelt wird und natürlich zusätzlich die ganzen Angriffe, die Kaido als Drache drauf hat, ja, sein Burrow Breath, ja, die Windattacken, ja, die Blitzattacken, dass Kaido diese ganzen Dinge hier benutzen kann und das macht die natürlich in der Hybridform nochmal viel, viel stärker und ich denke auch die Regeneration der Zoan-Fähigkeit und so, das wird hier alles gebündelt, ja, das wird hier alles in einen gepackt und gemischt und dann hat man hier die Hybridform und ich denke, deswegen ist es eigentlich auch ganz logisch, dass diese Hybridform so die stärkste der drei Formen sein sollte. Die nächste Frage, die finde ich sehr interessant und diese lautet, welche Nachteile könnte Kaido jetzt bekommen, wenn er überhaupt welche hat? Und ich kann mir hier sehr gut vorstellen, dass es im Großen und Ganzen immer einen Nachteil geben muss. Ja, es ist ja so in One Piece, alles hat irgendwie neben den ganzen Vorteilen auch immer eine Schwachstelle. Also wirklich, alles hat eine Schwachstelle. Und ich denke, Kaido hat auch eine Schwachstelle, beziehungsweise kann ich mir sehr gut vorstellen, dass irgendwann zum Beispiel die Regeneration aussetzt, beziehungsweise dass das Ganze irgendwie oder in irgendeiner Art und Weise drunter leidet. Denn ich persönlich bin kein Freund davon, dass man bei allen Teufelsfrüchten, dass man da irgendwelche Schwachstellen hat, ja, wie zum Beispiel Laws Teufelsfrucht, ja, dass die Ausdauer irgendwann ausbleibt, ja, Ruffys Teufelsfrucht, ja, einfach Schwerter quasi oder sonstige Dinge, ja, dass man hier bei so an Teufelsfrüchten keine Schwachstelle mit reinbaut, ja, dass man hier vielleicht irgendeine begrenzte Zeit der Hybridform nur zur Verfügung stehen hat oder sowas in der Art, dass man zum Beispiel gewisse Art der Regeneration nicht immer aufrechterhalten kann, dass das irgendwann vorbei ist, ja, dass man die Zoan-Teufelskraft auch nochmal irgendwie ein bisschen, ich sag mal, aufladen muss oder sowas in der Art, dass man exorbitante, ich sag mal, Ausdauerprobleme irgendwann bekommt oder so, dass man so eine Art Gear 4-Schwachstelle hat oder sowas. Also, ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ich persönlich muss aber sagen, wenn Oda das hier zum Beispiel jetzt bei Kaido droppt und diese Ausdauerschwäche zum Beispiel, egal in welcher Form auch immer die auftreten mag, ja, oder wenn man zum Beispiel die Regeneration nicht unendlich hat oder irgendwie so, wenn das der ausschlaggebende Grund dafür sein sollte, dass Kaido besiegt wird, dann fände ich das, glaube ich, nicht so gut, ja, weil dann hat man immer so ein paar Leute oder eine Partei, die sich bildet, die sagt, okay, Kaido hätte jetzt nur deswegen verloren, ja, und dann hat man diese klare Durchsicht nicht wirklich, dass Ruffy wirklich jetzt Kaido zum Beispiel übertroffen hat, das ist so etwas, was ich mir nicht so unbedingt wünsche, aber ich denke, eine Schwachstelle wäre gar nicht mal so verkehrt, denn wie sonst soll man Kaido besiegen, ja, es muss ja irgendeine Schwachstelle geben und klar, eine Schwachstelle ist natürlich das, dass man ihn von innen heraus angreift. Ich meine, wir haben ja jetzt genügend Techniken, ja, bis auf Kid zum Beispiel, da warten wir jetzt noch auf eine Technik, aber der Rest der Leute, die da oben haben bisher schon Techniken gezeigt, die halt Kaido von innen angreifen können, weil halt die Haut so krass stark ist und da muss ich ganz klar sagen, mir würde das sogar auch schon so als Schwachstelle ausreichen, das wäre schon in Ordnung, aber wenn es jetzt um Regeneration
Regeneration geht etc., ja, dass das natürlich nicht unlimitiert sein kann, ja, bis ins Dort hinaus. Also das kann mir keiner erklären. Also das wäre, glaube ich, zu krass. Also das fände ich auch nicht gut, ja, wenn das wirklich unendlich wäre, diese Regeneration, dass man da natürlich irgendwann an eine Grenze stößt. Ja, das wäre, glaube ich, so das, was noch völlig in Ordnung wäre. Aber alles darüber hinaus, denke ich, sollte keine große Schwachstelle mehr da bieten. Ich meine, gut, Kaido als Drache an für sich hat ja schon eine Schwachstelle, dass er nicht so flexibel ist, etc. Große Angriffsfläche und. Also, da hat man schon so seine paar kleine Schwachstellen, aber die Hybridform, die musste seine eigene kleine Schwachstelle haben und diese werden wir dann vermutlich in Zukunft irgendwann mal herausfinden. Die nächste Frage lautet, glaubst du, dass Kaido während der Hybridform auch noch fliegen kann? Und da bin ich mir ziemlich sicher, denn ich meine, Onigashima Island fliegt ja auch gerade. Das scheint ja irgendeine spezielle Kraft von Kaido zu sein, die halt diese Schwerelosigkeit so ein bisschen für sich gewinnt, beziehungsweise die Gravitation irgendwie austrickst. Ich denke, wenn Kaido das nicht auf die Insel anwendet, kann er, oder wenn es auf die Insel anwenden kann, dann kann er das auch auf seinen eigenen Körper anwenden. So glaube ich, ja, Kaido kann fliegen und ich persönlich muss halt einfach auch abwarten. Ja, es müsste nicht unbedingt Flügel her, also wenn Kaido keine Flügel hat, ist es nicht schlimm. Ich denke, Kaido kann trotzdem fliegen und selbst wenn es nicht deswegen der Fall ist, denke ich, würde Kaido, glaube ich, ohnehin den Moonwalk drauf haben oder sowas in der Art. Ich denke, Fliegen ist halt in dieser Stärkeklasse nichts mehr Besonderes. Ich denke, da findet man so Mittel und Wege. Aber prinzipiell denke ich schon, dass Kaido noch fliegen kann. Die nächste Frage lautet, denkst du, Kaidos Hybridform lässt diese Tragödie nun beginnen? Und da bin ich mir ziemlich sicher, weil diese große Niederlage oder generell eine Niederlage, die steht ohnehin noch bevor, ganz klar. Kaido zeigt jetzt wirklich alles, was er hat, beziehungsweise zeigt jetzt seine stärkste Form. Und Leute, was nochmal wichtig ist zu erwähnen, wir haben Kaido noch nicht einmal sein Hardening nutzen sehen. Das heißt, Kaido ist nicht mal irgendwie oder hat nicht mal Anstalten gemacht, wirklich richtig ernst zu machen. Ich persönlich denke, das ist ein wichtiger Aspekt, den wir hier auslassen, beziehungsweise in der Vergangenheit immer so ein bisschen vergessen haben, ausgelassen haben. Er hat noch nie wirklich sein Hardening oder sein richtiges Rüstungshaki oder Königshaki oder sonst was gezeigt. Das ist etwas, das steht natürlich noch aus. Und ich denke, Kaido zeigt jetzt natürlich mit der Hybridform so ein bisschen so seine Macht. Die demonstriert er hier. Es ist im Großen und Ganzen ist das einfach nur ein Riesenflex jetzt hier von Kaido. Ja, er wird die 5 einfach vermöbeln. Ich meine, Ruffy ist ohnehin ja gerade nicht wirklich kampfbereit, aber die kriegen vermutlich erst einmal richtig auf den Sack und man wird das vermutlich so lösen, das hatte ich in meiner Review auf dem Hauptkanal natürlich schon mal angesprochen, dass man irgendwie das so macht, dass das Dach von Onigashima einstürzt, ja, dass alle runterfallen, ja, dass man Zoro, Ruffy, Kid Law, dass man die so ein bisschen Sicherheit bringen kann und so, ne, dass man da so ein bisschen abwarten und ein bisschen Zeit gewinnt für die, damit diese sich wieder regenerieren können, damit die wieder zurückkommen, sofern diese dann jetzt von Kaido wirklich komplett zerstört werden. Also, ich kann es mir sehr gut vorstellen, weil es ist einfach ein biges Flex. Ja, die letzten 3-4 Kapitel hat Kaido nur kassiert und es ist vom Dramaturgischen her und vom Battleshonen Prinzip her ist es jetzt einfach so. Jetzt ist halt Kaido an der Reihe, ja, das muss sich natürlich auch mal abwechseln und das wird natürlich dann auch jetzt passieren, so denke ich, kann die Tragödie diesbezüglich natürlich jetzt auch stattfinden. Die nächste Frage lautet, glaubst du, Kaido ist in seiner Hybridform schneller als Ruffy im Gear 4 Snake Man? Also das ist, glaube ich, eine sehr, sehr, sehr interessante Frage. Ich denke ohnehin, die Kaiser sind mit die schnellsten in komplett One Piece und Ruffy ist ja speziell einer, der halt die Geschwindigkeit für sich gefunden hat und ich denke, der Snake Man, der ist schon unglaublich schnell und explosiv, deswegen denke ich, dürfte der Snake Man und Kaido in der Hybridform, denke ich mal, vielleicht sogar ein bisschen gleich aus sein. Ich denke sogar, dass Ruffy anfangs Schwierigkeiten haben wird, ja, weil Kaido ein bisschen schneller ist als er. Dafür hat ja Ruffy dieses besondere Future Sight, was ihn da vielleicht so ein bisschen dieser Ausgleich bietet, dass Ruffy da so einen kleinen Vorteil hat, beziehungsweise aus diesem kleinen Nachteil, dass er ein bisschen langsamer sein könnte, dass er da wieder so das Ganze gleichwertig macht, dass Ruffy immer so knapp ausweicht und somit Ruffy dann dementsprechend halt auch immer schneller und schneller wird. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, weil Geschwindigkeit ist natürlich auch immer eine sehr große Sache in One Piece. Ja, Geschwindigkeit ist unglaublich wichtig und ich denke, gerade hier bei Kaido, ich meine, Ruffy hat es schon gesagt, ja, dass Kaido dass er so groß ist und mächtig, dass er trotzdem so unglaublich schnell ist, das ist ja etwas, das hat Ruffy hervorgebracht, ja, und selbst mit Future Sight ist Ruffy da kaum hinterhergekommen, deswegen denke ich in der Hybridform, wenn Kaido wirklich mal richtig ernst macht, ja, wenn er sich richtig darauf konzentriert, richtig schnell und fix unterwegs zu sein, ja, dann denke ich, dürfte Kaido hier noch einiges an Geschwindigkeit drauflegen.
legen können. Und da bin ich mal gespannt drauf. Ja, das ist, glaube ich, eine sehr, sehr interessante Aufstellung. Wer ist schneller von den beiden? Was glaubt ihr? Ja? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Die nächste Frage lautet, hat Kaido in seiner Hybridform bestimmte Variationen? Rob Lucky hat ja zum Beispiel in seiner Hybridform auch eine Slim, also eine dünne Form und eine dicke, brutale Form. Und ich persönlich denke, das kann in der Tat wirklich möglich sein, dass Kaido, wenn er zum Beispiel in der Hybridform mehr Verteidigung braucht, dass er sich natürlich ein bisschen brachialer machen lassen kann oder werden lassen kann. Dass er zum Beispiel eine dickere Haut bekommt, eine heftigere Haut, dass er zum Beispiel mehr ab kann, mehr tanken kann. Und wenn Kaido zum Beispiel zum Angriff übergeht, dass Kaido dementsprechend natürlich ein bisschen slimmer wird, damit die Geschwindigkeit natürlich am Start bleibt, beziehungsweise on point ist, ja. Ich denke, das ist so eine Abwägung der Situation, aber ich glaube, dass Kaido diese Möglichkeiten definitiv hat und ich denke, dass er diese Möglichkeiten eventuell dann auch je nachdem im Kampf timen kann und ich denke, das ist so eine ganz coole Möglichkeit, um halt verschiedene Formen oder Variationen dieser Hybridform zu sehen und ich denke auch vom Unterhaltungsfaktor her dürfte das, glaube ich, sehr interessant sein und es macht natürlich den Kampf ein bisschen spannender, denn durch diese verschiedenen Formen, die dann natürlich auch mit verschiedenen Vor- und Nachteilen einhergehen, macht natürlich dieses Kampfgeschehen auch spannender, gibt dem Kampf ein bisschen mehr Tiefe, mehr Variation und das ist, denke ich mal, so eine Sache, die Eiichiro Oda definitiv in Betracht ziehen wird. Die nächste Frage lautet, da Kaido aktuell als der Stärkste angesehen wird, bedeutet das, dass er zum Beispiel jetzt Garp besiegen könnte oder dass Garp diesen Kampf verlieren würde etc. Und ich persönlich denke, man muss hier in Generationen denken. Ja, Garp ist ja auch nicht mehr der Jüngste und es ist natürlich immer die Frage der Prime Time und es ist ja ein ungeschriebenes Gesetz, ja, und ein Gesetz, das eigentlich immer zutrifft, ja, dass die neue Generation die alte übertrifft. Ja. Es kann natürlich sein, dass damals in der Prime von Roger zum Beispiel Kaido keine Chance gehabt hätte, aber dass Kaido vielleicht heute oder heutzutage, wenn Roger und Kaido jetzt in der Prime ist, dass Kaido auch Roger besiegen könnte. Also, das ist immer eine Abwägungssache und da muss man sagen, One Piece ist dafür einfach zu komplex, als dass man jetzt sagen könnte, pauschal, Kaido würde Garp besiegen oder so. Ich denke, wenn wir jetzt Garp nehmen, ja, und ihn jetzt gegen Kaido kämpfen lassen, dann dürfte Kaido gewinnen. Einfach, weil Kaido jünger ist, ja, und auch ein Kaiser ist und so weiter. Und Kaido ist halt einfach brutal stark. Das dürfen wir nicht vergessen. Klar, damals beim God Valley-Vorfall, das hat Oda ja auch bestätigt. Kaido war da noch lange nicht auf dem Level, wie es heutzutage der Fall ist. Ja, Kaido war damals viel, viel schwächer, als er heute ist. Das hat ja auch Sengok so gesagt. Und das ist etwas, was hier natürlich auch wichtig sein dürfte. Ja, Garp ist halt alter. Das ist auch ein Argument, das dann von vielen angeführt wird, aber ein Argument, was halt einfach schlüssig ist, was Sinn macht, ja. Ich denke, ein Garp heutzutage, der hat natürlich seine Schwierigkeiten gegen Kaido, wohingegen vielleicht ein Garp in der Primetime natürlich ein bisschen aktiver oder besser gegen Kaido dastehen würde. Man kann es, glaube ich, nicht pauschal sagen. Also, ich denke, wenn man heutzutage beide gegenüberstellen würde, dann dürfte Kaido hier, denke ich mal, gewinnen, weil Kaido einfach jünger ist, ja, weil er einfach gerade in seiner absoluten Primetime ist und Garp halt schon nicht mehr in seiner Primetime ist, ja. Deswegen, natürlich wird Garp von Oda diesen alten Mann, diesen GG-Bonus bekommen, ja, ist natürlich klar, aber am Ende des Tages denke ich, dürfte dasselbe dann wie bei Whitebeard gegen Akainu sein, ja. Garp wird vermutlich auch krass austeilen, ja, und Kaido wird nicht einfach so, Kaido wird dann absolut Damage kassieren, ist natürlich klar, aber ich denke, das wird dann so im Endeffekt so gleich ausgehen wie Akainu Whitebeard, ja, dass Kaido hier voll kassiert, so, aber am Ende des Tages Garp trotzdem den kürzeren zieht, das denke ich, würde so sein. Natürlich muss man einen Charakter wie Garp auch so ein bisschen so schätzen und ehren, ja, und das würde dann in so einem Kampf oder im Falle eines Kampfes, das würde dann passieren, ist natürlich ganz klar, aber es ist halt unglaublich schwierig, das so einzuschätzen, denn Oda ist der Einzige, der das kann und da möchte ich jetzt auch nicht weiter tiefer gehen, weil es macht eigentlich keinen Sinn, da jetzt weiter tiefer reinzugehen, weil man einfach sich irgendwo einerseits im Kreis dreht, aber auf der anderen Seite muss man andere Dinge wieder in Betracht ziehen, also es ist ein sehr, sehr komplexes Thema, gerade Power Level in dieser Sparte, in dieser möglichen Stärke, ja, die ja da existiert zwischen Kaido und Garp zum Beispiel, da ist halt alles möglich. Ja. Jeder kann dort jeden besiegen. Es kommt immer auf die Umstände drauf an. Ja, wer nutzt gerade hier gewissen Vorteil oder nicht? Also da spielen sehr viele äußerliche Faktoren natürlich auch mit rein, ja, jetzt anstatt der normalen kämpferischen oder physischen, psychischen Leistung eines Kämpfers, ja, oder Haki. Ja, da kommt viel, viel mehr in den Topf. Deswegen ist das Ganze mal so kompliziert. Aber natürlich nicht weniger spannender, dann natürlich auch darüber zu quatschen. Also, das will ich natürlich nochmal vorweg sagen. Die nächste Frage, die finde ich super interessant, nämlich lautet diese, was passiert, wenn er jetzt ins Wasser fallen würde?
Ja, ich weiß es nicht genau. Ich fände es lustig. Wir haben ja Kaidos Drachenform. Ja, das ist ja eigentlich die Fischfrucht, ja, wie wir mittlerweile wissen. Der azurblaue Drache oder so war das, wenn ich mich recht erinnere. Aber es ist ja eine Fischfrucht. Und wir haben ja die Legende mit dem Karpfen, der ja diesen Wasserfall hochschwimmt. Ja, und ich persönlich fände es unglaublich witzig. Und es wäre so lustig, ja, wenn Kaido ins Wasser fällt und er sich dann einfach in einen Karpfen verwandeln würde. Das wäre eine super witzige Situation, weil dann hat er Kiemen, aber kann sich nicht bewegen, weil es ja eine Teufelsfrucht ist und das Wasser ist ja so die aktivste Waffe oder das, was halt Teufelsfruchtnutzer so ein bisschen aus der Form werfen lassen kann. Ja, ich denke, das könnte dann so sein, wie zum Beispiel wie mit Jack. Ja, klar, er ist ein Fischmensch, aber ich denke, vom Prinzip her wäre das, glaube ich, dasselbe, dass Kaido sich dann einfach nicht bewegen könnte, aber ich denke, er würde nicht ertrinken und es wäre halt einfach lustiger, wenn Kaido sich dann einfach in einen Karpfen verwandeln würde. Das wäre eine so geniale Comedy-Sache. Also ich glaube, das wäre super lustig. Ich meine, ich stelle es euch vor, ja, Kaido fällt ins Wasser, ja, durch irgendeinen Angriff oder so und verwandelt sich dann in einen Fisch. Also wie lustig wäre das, Leute? Also es wäre natürlich auch eine ziemliche Überraschung, muss ich ganz klar sagen, aber es wäre natürlich eine unglaublich coole Sache. So, das waren jetzt im Großen und Ganzen alle Fragen von euch, also die, die somit am meisten gestellten waren und ich persönlich muss sagen, sehr interessante Fragen, Leute. Und ja, wie am Anfang bereits gesagt, ich versuche natürlich jetzt hier mehr aktiver zu sein. Jetzt ist natürlich die Frage von euch, möchtet ihr zum Beispiel nur solche Fragen-Antworten-Videos haben oder wollt ihr nochmal so einen ausführlichen Podcast zu gewissen Situationen des aktuellen Manga-Kapitels haben, so Nachbesprechungen oder irgendwie sowas in der Art? Also, was habt ihr da so für Punkte? Ich meine, das Kapitel oder die Kapitel an für sich, die behandle ich ja natürlich auf meinem Hauptkanal ziemlich ausführlich. Also, ich denke, das sollte auch so ein bisschen auf dem Hauptkanal bleiben. Aber habt ihr so weitere Ideen, was man hier so noch machen könnte? Vielleicht, es gibt ja diese Tierlisten, ja, dass man da vielleicht so ein paar Dinge macht. Ich denke, das könnte auch, glaube ich, ganz unterhaltend sein. Oder wollt ihr einfach spezielle Themen über gewisse Arcs und auch Dinge, die in der Vergangenheit passiert sind, nochmal, ich weiß nicht, so ein bisschen nochmal reworked haben, dass man so ein bisschen aufricht oder sowas in der Art. Ja, was würdet ihr euch da wünschen? Ja, habt ihr da irgendwelche Wünsche, Anregungen oder sonstiges, was eigentlich ganz interessant, was cool wäre, was man halt so in einem Podcast-Format einfach abarbeiten könnte, beziehungsweise durchnehmen könnte? Ja, schreibt es mir natürlich gerne in die Kommentare. Das ist, glaube ich, etwas, das würde mich mal sehr interessieren, ja. Frage, Antworten bleibt natürlich immer am Start. Deswegen, Leute, folgt mir doch gerne auf Instagram. Wäre cool von euch, ja. Dann verpasst ihr natürlich solche Möglichkeiten nicht, mir dann gewisse Fragen zu stellen. Und wenn die Frage gut ist, ja, Leute, dann wird diese auf jeden Fall vorkommen. Ist natürlich klar. Und natürlich wäre es ganz cool von euch, auch supporterweise das Ganze zu verfolgen. Ich bedanke mich sehr und ja, ich hoffe, wir hören uns dann natürlich jetzt die nächsten Tage wieder. Vermutlich dann am Samstag, weil morgen ist der Freitag, da kommt die Review. Samstag hören wir uns dann vermutlich hier wieder, Leute. Deswegen, ich freue mich jetzt auf die nächsten Tage, dann Wochen, Monate, Jahre, man weiß ja nie. Ich bin jetzt mal raus, wünsche einen entspannten Tag. Morgen ist Freitag, dann ist Wochenende, Leute. Ja, einige haben ja morgen schon frei, weil ist ja irgendwie Karneval oder sowas. Aber ich glaube nicht alle, oder? Wer hat von euch morgen frei? Schreibt es mal in die Kommentare, das würde mich auch mal interessieren. Ich bin raus, ich wünsche allen einen entspannten Tag. Macht's gut, haut rein, ciao und tschüss.